Lohnt sich Trading wirklich? Ein Experiment. Hallo und herzlich willkommen bei Finanzimpuls. Ich bin Alex und in diesem Video gehen wir dieses Thema mal konstruktiv an. Ich werde sagen, warum ich dieses Video mache. Ich werde euch das Experiment genau erklären. Die Ziele werde ich euch zeigen und auch die Tabelle, mit der ich vorhabe, das Ganze zu tracken. Los geht's! Ja, warum mache ich das Ganze jetzt eigentlich? Ich habe letztens einen Totalverlust in Höhe von 850 Euro bei einem K.O.-Zertifikat gehabt und das Ganze hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, also wie stark sich das Ganze denn auch langfristig lohnt. Und ja, warum möchte ich das Ganze jetzt eigentlich noch weiter treiben, konstruktiver, aber trotzdem weiter treiben? Ich denke, ich bin einigermaßen gut im Stockpicking. Ich denke, ich bin einigermaßen gut im Erkennen von Trends. Ich denke, ich bin einigermaßen gut darin, positive oder negative Überreaktionen am Markt zu sehen. Ich denke, einigermaßen gut, also die ist einigermaßen gut, heißt in diesem Kontext, dass ich vielleicht, also 50% wäre reiner Zufall bei einer 50-50 Chance halt einfach. Und ich denke, dass ich vielleicht so 55-70%ige Chance habe, mit diesen Annahmen recht zu haben. Trotzdem gibt es noch erhebliche Risiken. Aber trotzdem könnte ich schon Gewinne erzielen, wenn ich nur leicht über 50% der Trades zu meinen Gunsten halt einfach kaufen würde, traden würde. Warum mache ich das Ganze noch? Wenn ich mittelfristig keine Gewinne erziele, werde ich mir erneut Gedanken über meine Assets machen. Das heißt, worin investiere ich zukünftig mein Geld? Werden es dann keine Derivate mehr sein, sondern noch mehr ETFs und Aktien? Darüber werde ich mir dann in Zukunft auf jeden Fall Gedanken machen, wenn das Ganze hier nicht aufgeht. Außerdem muss ich versuchen, reale Ergebnisse aus dem Trading zu gewinnen. Das heißt, ich brauche tatsächlich einen faktischen Überschuss. Ich mache das Experiment zu 70% ungefähr für mich selbst, um mich zu hinterfragen und mein Verhalten zu analysieren, also um wirklich zu gucken, lohnt sich das Ganze für mich oder sollte ich das aus Gründen der Performance einfach zukünftig sein lassen. Eventuell kann ich dadurch ja auch mein zukünftiges Anlageverhalten optimieren und das ist mir und wahrscheinlich auch den meisten von euch natürlich am wichtigsten. Ja, bevor es jetzt weitergeht, würde ich mich schon mal über ein Like für den YouTube-Algorithmus freuen an dieser Stelle und wie immer gibt es in der Infobox zu diesem Video einige Links zu den besten Brokern, Kontenanbietern, aber auch Bücher und wenn du mich gerne weiterhin unterstützen magst, kannst du auch bei Patreon Mitglied werden oder eine Kanalmitgliedschaft hier direkt bei YouTube abschließen. Herzlichen Dank dafür. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an, wie das Experiment hier eigentlich aussieht. Aber bevor ich damit loslege, noch eine kleine Warnung. Dies ist keine Anlageberatung, keine Empfehlung, irgendetwas von dem, was ich hier erzähle, nachzuahmen. Und es sind bei derivativen Produkten natürlich auch immer Totalverluste möglich. Ich möchte ja gerne das Trading ausprobieren. Was ist denn eigentlich so das Trading, was ich damit meine? Also ich möchte gerne zukünftig kurz- bis mittelfristig, das kann Minuten bis Monate sein, also kurzfristiges Daytrading, aber auch über mehrere Wochen oder Monate hinweg könnte ich mal das ein oder andere Derivat behalten. Ich werde damit die Schwankungen am Finanzmarkt zu meinen Gunsten versuchen auszunutzen. Typische Trading-Definition eigentlich. Und dazu werde ich insbesondere Trends, Dips und auch News nutzen, um hier eventuell den Markt auszuperformen bzw. aus den Derivaten das meiste rauszuholen. Ganz viele nutzen für diese Zwecke eine technische Chartanalyse. Ich werde diese Chartanalyse aus zeitlichen Gründen nicht nutzen. Ich bin mir im Grunde auch noch nicht so ganz sicher, ob diese technische Chartanalyse tatsächlich mehr als der Zufall bringt. Es bringt auf jeden Fall eine Objektivität ins Trading rein, das glaube ich schon. Aber es ist auch sehr, sehr zeitintensiv und diese Zeit habe ich einfach nicht, um hier stundenlang mir Charts anzugucken, die zu analysieren. Dafür mache ich das einfach zu sehr nebenbei. Und es geht unterm Strich auch nicht um so viel Geld, aber dazu noch später.
weitere Bestandteile des Experiments. Ich handle überwiegend mit Derivaten, das sind dann halt Optionsscheine und K.O.-Zertifikate bei Trade Republic und nur selten möchte ich mit Aktien, ETFs oder ETP, also weitere Exchange Traded Products, in meinem Trade Republic Depot das Ganze halt umsetzen. Und jetzt kommt nochmal ein wichtiger Bestandteil, die Investitionen sollen ca. 50 bis 400 Euro betragen, also nicht besonders hoch sein. Ich möchte meine Risiken, Verluste durchschnittlich bei etwa 75% begrenzen. Also ich denke mal irgendwo zwischen 60% und 80% des Einkaufswertes werde ich mir eine Stop-Loss-Order setzen. Und wenn ich dann ausgestoppt werde, dann ist es so. Vielleicht werde ich auch mal eine Limit-Order setzen und dann diese Preiserinnerung bei Trade Republic nutzen. Da muss ich nochmal gucken, wie sich das Ganze zukünftig einpendeln wird. Außerdem werde ich jeden Trade tracken und das ist extremst wichtig. Und ich habe ja auch in den letzten Videos immer mal wieder so den Vorwurf bekommen, das, was ich mache, könnte ja schon Spielsucht sein. Und ja, natürlich kann das eine Spielsucht sein, damit muss man auch immer sehr, sehr vorsichtig sein. Aber was ganz wichtig ist, Spielsüchtige tracken in der Regel nicht ihre Performance, insbesondere nicht ihre Verluste. Und genau das möchte ich machen. Das habe ich auch immer in der Vergangenheit gemacht und das Ganze möchte ich zukünftig noch wesentlich genauer machen. Der Zeitraum des Experiments ist auf maximal ein Jahr ausgedehnt. Der kann auch kürzer sein. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das Ganze hier durchziehe. Ein Crash oder eine harte Korrektur könnte das Experiment stark beeinflussen, wenn ich zum Beispiel in 10 Derivaten long investiert bin und dann gibt es halt eine harte 10% Korrektur über den breiten Markt, dann kann das natürlich meine Performance sehr nach unten reißen, dessen bin ich mir halt einfach bewusst. Ich kann durch die Offenlegung meines Depots, Orderbuchs nicht schummeln. Einmal in der Woche lege ich ja quasi alle Trades in mein Trade Republic Depot offen und dort kannst du eigentlich auch sehen, ob ich Trades ja weglasse oder bewusst verschweigen will und das möchte ich natürlich nicht machen, aber Fehler passieren und wenn du irgendwann mal merkst, hey, ich habe da irgendwas nicht mitgetrackt oder irgendwas falsch mir notiert, dann einfach bitte darauf hinweisen und dafür bedanke ich mich schon mal recht herzlich, denn ja, ich bin auch nicht perfekt, ich mache auch Fehler und der eine oder andere Fehler wird auf jeden Fall allein schon im Tracking passieren, aber ich versuche das Ganze so gut wie möglich zu machen. Unsachliche und faktisch falsche Kommentare, die ich leider immer wieder, vielleicht nur zu 2-3% in den letzten Videos hatte, also der größte Teil der Kommentare ist wirklich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr, ja, motivierend einfach im Handeln und wenn dann natürlich auch mal gesagt wird, hey, Derivate sind gefährlich und so weiter, absolut legitim, aber nur wenn da falsche Fakten in solchen Kommentaren genannt werden, dann ist das sehr anstrengend und zukünftig werde ich gerade in solchen Videos diese Kommentare dann löschen. Kritik, insbesondere sachlich und fundierte Kritik, ist immer angebracht. Und die höre ich auch immer sehr, sehr gerne, denn nur so kann man sich halt auch einfach verbessern. Es kann gut sein, dass ich, sollte das heißen, einige hunderte Euro verliere. Das heißt, natürlich bei diesen Trades kann jedes Mal ausgestoppt werden und kann dadurch immer wieder Geld und Geld und Geld verlieren und dessen bin ich mir durchaus bewusst. Also wenn ich da 1000 Euro aus dem Fenster schmeiße, dann ist das für mich wie Lotto spielen. Das Geld ist jetzt schon abgeschrieben, das Geld habe ich über und diese Verluste, wenn ich sehe, das Jahr über, ich mache ständig Verluste, Verluste, dann möchte ich das Ganze natürlich auch nicht fortsetzen. Die Verluste pro einzelnen Trade sind aber in der Regel begrenzt und ich kann diese vorab gut einschätzen. Und auch wenn mal so ein Stop-Loss stark unterschritten wird, wenn ich Stop-Loss eingebe, muss der nicht eingehalten werden, über ein langes Wochenende zum Beispiel kann am Montag das Derivat nochmal 20% unter meinem Stop-Loss einfach starten und dann kriege ich noch weniger Geld dafür, dessen bin ich mir bewusst. Nichtsdestotrotz werde ich meine Verluste einigermaßen gut begrenzen und das Ganze natürlich auch immer tracken. Wenn die Strategien mehrmals nicht im Ansatz klappen, werde ich diese abwandeln oder aufgeben. Also das heißt, das Ganze ist auch so ein dynamischer Prozess und ich lerne auch an mir selbst, an den ganzen Trades und ich werde auch viele andere Trading-Ansätze in den nächsten Monaten einfach ausprobieren und mitnehmen. Eine Tabelle wird wie eine Art Trading-Tagebuch geführt, die zeige ich euch dann gleich noch später, wo ich wahrscheinlich auch noch ein paar Notizen mir mal reinmachen werde zu wichtigen Trades und Erlebnissen. Ich habe meine laufenden Gewinne und Verluste somit immer gut im Blick und ich laufe nicht Gefahr, dass ich irgendwie jede Woche 100 Euro Verlust damit mache und kriege das nicht mit. Das
kann nicht passieren, dadurch, dass ich das halt immer tracke. Ich werde meine Trades täglich, vielleicht auf jeden Fall zweimal die Woche in eine Tabelle eintragen, damit ich immer so einen aktuellen Überblick habe. Welche Ziele verfolge ich jetzt eigentlich damit? Ich möchte durchschnittlich rentabel traden. Das heißt, wenn ich das jetzt zukünftig machen werde, möchte ich auch einfach Gewinne erzielen. Zeitlich werde ich etwa 100 Stunden im Jahr investieren. Das ist so ein grober Ansatz, den ich mal hier so hergreifen könnte. Meinen Bruttostundenlohn setze ich mit 15 Euro vorsichtig an. Also das heißt, wenn ich unter 15 Euro Stundenlohn hätte, dann lohnt sich das für mich definitiv nicht. Das heißt, wenn ich 100 Stunden investiere, möchte ich mindestens 1500 Euro Bruttogewinne erzielen. Also das ist mein Ziel. Das heißt aber auch, wenn ich nicht so viel Zeit investiere, vielleicht nur 50 Stunden, dann würde ich mich auch mit 750 Euro zufrieden geben. Ein weiteres Ziel ist, dass ich viel lernen möchte und meine Gedanken realistischer einschätzen möchte. Also ich möchte an mir selbst lernen. Das ist mir auch ganz wichtig. Und nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Wenn ich jetzt mit 100 Stunden 1500 Euro Bruttogewinne erziele, dann kriege ich wahrscheinlich auch mit 100 Stunden und dem doppelten Einsatz 3000 Euro Bruttogewinne hin, wenn ich das systematisch durchziehen werde. Das ist auch noch so ein unterschwelliges Ziel, was da eigentlich mit drin steckt. Weitere Ziele. Von Zeit zu Zeit werde ich einige besonders schlechte und gute Trades vorstellen, die auch immer besprechen. Also mit welcher Herangehensweise ich mir etwas gekauft habe und wie es dann später gelaufen ist, ob es gut oder schlecht war. Zukünftiges Hin und Her macht Tasche leer. In den Kommentaren möchte ich zukünftig guten Gewissens löschen können, aber nur, wenn ich auch mit dem Trading Gewinne einfahre. Das heißt, wenn ich damit keine Gewinne einfahre, mittelfristig, muss ich zukünftig jedes Hin und Her macht Tasche leer Kommentar so stehen lassen und ich muss lernen, an mir zu wachsen und diese Kommentare zu ignorieren. Aber wenn dieses bewiesen faktisch falsch sein wird, dann werde ich vielleicht das ein oder andere Kommentar mal zukünftig löschen. Und was auch nicht zu verachten ist an dem ganzen Vorhaben, was ich hier mache, ich und wir zusammen werden auch vielleicht ein wenig Spaß haben. Es wird gute Trades, schlechte Trades geben. Vielleicht machen die ersten 8 bis 10 Trades erstmal Minus. Aber dann wäre das halt einfach so. Und wichtig ist, dass wir halt immer auch rückblickend das Ganze bewerten können. Was war gut, was war schlecht, was wir in Zukunft ändern. Und selbst wenn wir nur auf den einen oder anderen Trade einfach zurückgucken, wie viel Glück oder wie viel Pech in dem einen oder anderen Trade halt ich gehabt habe, selbst daran kann man halt eine Menge Spaß haben. Das weiß ich halt einfach. Das Tracking. Ich werde jeden Trade in einer Tabelle eintragen. Ich unterscheide zwischen realisierten und nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten. Das werde ich halt einfach nochmal unterteilen. Ich werde in den Trades alle Kosten berücksichtigen, beziehungsweise die Bruttobuchung des Verrechnungskonto bei Trade Republic, die werde ich immer benutzen. Die Bruttobuchung, also das heißt, die Steuer ist dann nicht berücksichtigt, die beinhaltet in der Regel auch immer alle Kosten. Das bedeutet, die Kosten sind drin, die Steuern bleiben außen vor, weil die halt auch sehr subjektiv sind. Und ja, wie schon gesagt, Steuern bleiben außen vor. Bruttogewinne werden hier getrackt. Es werden nur Trades mit einem Trading-Ansatz getrackt. Das heißt, ich werde nur die Dinge in der Tabelle auch eintragen, wo ich sage, okay, das ist jetzt eher so ein Trading-Ansatz. Das sind dann wahrscheinlich nicht die meisten Aktienkäufe, die fallen da außen vor. Und auch die meisten ETF-Käufe fallen da auch nicht drunter. Aber diese Entscheidung treffe ich und die ist daher ein subjektiver Faktor. Das heißt, hier könnte ich ja zum Beispiel noch 2-3 Tage sagen, ja, das war kein Trade in diesem Zusammenhang, in diesem Video, sondern das war ein ganz normaler Kauf. Aber dadurch, dass ich das nach 1, 2, 3 Tagen sowieso in die Tabelle eintragen muss und das auch nicht verändern werde, das habe ich mir vorgenommen, kann ich da nur sehr, sehr schwer schummeln. Nichtsdestotrotz sei darauf hingewiesen, dass es hier noch einen subjektiven Faktor gibt, womit ich das Ganze beeinflussen könnte. Wie tracke ich das Ganze? Mit einer solchen Tabelle. Das ist jetzt so eine Alpha-Version. Ich werde die wahrscheinlich im Laufe der Zeit nochmal ändern. Vorne unter Produkte siehst du einfach, wie der Basiswert heißt, den ich handle. Danach siehst du, welches Derivat ich hier handle. Wenn ich Short gehe, dann schreibe ich das dahin. Ansonsten sind das fast alles Long-Zertifikate. Datum des Kaufs und Verkaufs. Wenn da ZW steht, dann heißt das Zeitwert. Wenn da NA steht, dann ist das so ein Konvolut. Dann kann ich nicht genau bestimmen, wann ich das Derivat gekauft habe, dann siehst du den Preis total, also der Kaufpreis inklusive alle Kosten. Und bei Verkauf siehst du den Verkauf inklusive aller Kosten. Performance des Trades ist dann halt einfach in absoluten und in relativen Zahlen die Performance. Und das Ganze möchte ich
ab dem 14.01. starten. Hier siehst du, dass ich zu dem Start schon 314,90 Euro minus habe. Liegt hauptsächlich hier an dem Facebook-Derivat, was hier noch eingebucht ist. Und im Prinzip möchte ich ab dem 14.01. das Ganze zukünftig tracken, wie häufig es diese Follow-up-Videos gibt zu diesem Thema, zu meinem Trading, weiß ich noch gar nicht. Ich möchte den Kanal auch gar nicht damit überfrachten. Deshalb wird der Zyklus wahrscheinlich eher langfristiger werden. Zu viel werde ich darüber wahrscheinlich gar nicht berichten. Es sei denn, es gibt immer mal wieder Neuigkeiten, News, besonders schlechte oder besonders gute Dinge, wie ich das ja vorhin schon angekündigt habe. Und mich würde jetzt natürlich mal interessieren, was haltet ihr von diesem Vorschlag? Findet ihr das total schlecht? Findet ihr das Ganze zu subjektiv? Weil, wie gesagt, ich habe mir mal den Gedanken gemacht, das Ganze 1:1 wirklich ganz transparent zu tracken. Und von daher weiß ich nicht. Mir fällt keine andere Methode ein, mit der ich das machen könnte. Deshalb habe ich mir genau das hier so überlegt. Deine Meinung bitte dazu in die Kommentare. Gerne auch über den einen oder anderen Trading-Ansatz können wir gerne offen diskutieren in den Kommentaren. Bei den einzelnen Produktempfehlungen achtet da bitte drauf, dass ihr keine subjektive Anlageempfehlung immer macht, denn das hat in Deutschland gewisse Auflagen. Ansonsten würde ich mich, wie gesagt, über Feedback und über ein Like freuen und bis zum nächsten Video dann. Ciao!